Nackt unter Wölfen. Der in alle Weltsprachen übersetzte Roman von Bruno Apitz hat inzwischen eine Gesamtauflage von über 1 Million erreicht. Der Autor beschreibt in diesem Buch die gefahrvolle Rettung eines Kindes. Was ist die Welt eines Kindes? Mütterliche Liebe, Fürsorge, ein warmes Bettchen, Geborgensein, eine Straße mit Sonne, Menschen, Häuser, Spielgefährten, eine Wiese mit bunten Blumen. Diese Welt kannte der kleine Stefan nicht. Er war als Säugling nach Auschwitz gekommen und hier 3 Jahre vor der SS versteckt gehalten worden. Darum konnte er weder sprechen noch laufen, also unter großen Gefahren mit einem Evakuierungstransport zu uns nach Buchenwald gekommen war. Ich habe den kleinen Stefan auf meinen Armen getragen und mit ihm gespielt wie viele meiner Kameraden. Das Kind musste bei uns genauso versteckt werden wie in Auschwitz, denn es wäre von der SS sofort getötet worden, wenn sie es gefunden hätte. Der Kampf um dieses Kind ist der Beweis von der Größe und Schönheit und nicht zuletzt vom Sieg des Menschen über die Barbarei. Der junge Regisseur der DEFA, Frank Bayer, hat nach meinem Buch einen Film gedreht, von dem ich glaube, dass es das tiefe Erlebnis des Romans stärker, als es dem Fernsehspiel seiner Zeit möglich gewesen war, künstlerisch gestaltet. Am 11. April 1945 zerfetzten die bewaffneten Abteilungen der illegalen Widerstandsorganisationen den elektrisch geladenen Stacheldraht. Sie rissen das Tor auf und unter den Tausenden der befreiten Häftlinge trugen wir das Bündel Leben in diese opfervoll erkämpfte Freiheit. Versäumen Sie nicht, diesen Film zu sehen.